Da geht's lang und da ist auch bald ein Levelübergang. Und das ist irgendwas mit Feuer. Ein kaiserlicher Schild. Okay, da hat's einen ereilt. Oh, guck mal. Nicht draufsteigen, bitte. Nein, nein, sie steigt jetzt drauf. Oh, ja, sie steigt drauf. Du stehst goldrichtig. Köstlich. Oh. Ja, wie wär's, wenn du einen Schritt zur Seite machst, statt oh zu sagen. Woher seid ihr gekommen? Das kann ich auch. Hab's aber gar nicht nötig. Wieso prallt der Pfeil ab? Woran? Schau, ich treffe ihn doch. Mitten rein. Mitten rein ins Hirn. Aber nein. Pfeil prallt ab. Oh, da hat er selber wanken müssen. Oh, au! Au! Arsch! Nein, nein! Oh, das war. Hui! Das war knapp. Wenn der jetzt ausgeholt hätte, das hätte ich nicht überlebt. Ein Schlag von dem. Ich bin hin. Jetzt habe ich auf meine auf meine Ebenerdpfeile zurückgreifen müssen. Nein. Bleib dort. Ja, sehr gut. Dank der Falle. 6 Gold. Eisenpfeil. Ah, nehme ich auch mit, weil die liegen hier nur rum. Wieso eigentlich Eisenpfeil? Wer schießt die Eisenpfeile? Zwergenbogen? Niemand schießt hier Eisenpfeile. Will ich doch hoffen. Was ist da? Da darf ich nicht rein. Abgeschlossen. Da ist ein Hebel. Vielleicht da? Ja. Aber ich soll ja da runter. Eigenartig. Ja, was jetzt? Was soll ich denn mal nehmen? Illusion? Frucht? Die Eichelhaut. Wäre nicht schlecht, ha? In Magiker umwandeln. Ah. Leben entdecken. Lieben entdecken und sterben lassen. Telekinese umwandeln. Brauche ich jetzt alles nicht. Ich lande immer wieder bei denselben Sachen. Was habe ich noch für Kräfte schnell? Den Assassinen. Nachtigall, Zwietracht. Ja, puh, ja. Geht aber nur einmal pro Tag, oder was? Für 60 Sekunden. 8 Punkte pro Sekunde. Das ist zu wenig. Einfach. Auf Dauer. Und auf Dauer ist nicht, weil 60 Sekunden kann man nicht gerade als Dauer bezeichnen. Flammen. Ist zu wenig. Funken, Rostmantel, Rostbiss. Rostbiss, ha? Huh? Ein Kältestoß. Funken. Ist auch zu wenig. Nimm halt den Eisstachel. Probieren wir es mal mit dem. Obwohl gegen die Todesfürsten der Eis, das Eis ist, glaube ich, nicht sehr. Die sind recht frostbeständig. Wo geht's denn da hin? Da geht's wieder raus? Ah, da bin ich wieder am Anfang. Das ist alles. Da ist die Falle. War ich da schon oben? Ja, da bin ich ja lang, ne? Moment. Da, was jetzt? Da bin ich jetzt raus. Steh um. Da bin ich rein. Und da bin ich... Okay, da bin ich lang. Verstehe. Hat alles seine Richtigkeit. Da liegen ein paar Eingewickelte. Denen war kalt. Sie sich zugedeckt. Wir gehen in die Krypta der Schützburg.
Kann nicht schaden. Bist du da? Ja. Schleich mal vorsichtshalber. Sieht unheilschwanger aus. Aber geil irgendwie. Schau die Atmosphäre. Wie sie das so hin... Malerisch ist der, liegt der da wie... Wie Da Vinci. Man müsste sich... Müsste sich so hinstellen. Wie in dem Gemälde, wenn ihr das kennt. Nee, das ist nicht dasselbe. Ah, klar, du stellst dich genau vor mich, oder was? Wenn ich die Aufnahme mache. Naja, das ist nicht gerade sehr episch. Das hätte ich mir epischer vorgestellt. Es wird nichts. Ich gebe es nicht auf. Ich warte immer noch auf die perfekte Aufnahme mit Serana. Was schwer ist. Denn sie läuft immer rum. Mach das jetzt. Schau, überhaupt keinen Schaden. Wieso hat widerstanden? Die blöd, die widerstehen. Eis? Wieder ganz was Neues. Am meisten Schaden macht fast ein Pfeil, muss ich sagen. Ja. Pfeil ist es. Pfeil macht am meisten Schaden beim Kultisten. Habe ich den Eindruck. Wow! Was jetzt? Oh Gottes Willen! Er ist ausgeflippt. Wie soll ich denn den jetzt killen? Das ist ja Wahnsinn. Das war Karussellfahrt. Da habe ich noch vor Schreck einen Beschworenen getroffen. Das war ja Wahnsinn. Wie der Schrei, Wirbelsturm. Was machst du? Völlig daneben gehauen. Diese Geister sind schwer zu treffen, sogar Serana hat Schwierigkeiten. Was heißt was? Es prallt wieder alles ab, also heute geht irgendwie alles schief. Schau, und die heilen sich. Die kriegen immer, bevor sie sterben, noch ein wenig Gesundheit dazu. Nein, was habe ich denn jetzt genommen? Habe ich jetzt irgendwas genommen? Ich glaube, irgendwas habe ich jetzt blöderweise. Ach Gott, oh Gott. Mir gelingt heute gar nichts. Ein Eisenschild habe ich, glaube ich, genommen. Ja. Denke mal. Das brauche ich ja dann nun wirklich nicht. Oh, wow, wow. Das fehlte noch. Wo sind die ganzen Pfeile, die da abgeprallt sind? Alles durcheinander gewirbelt. Großer Seelenstein. Wo sind die? Also der Aschehaufen liegt, glaube ich, auf dem Auslöser der Falle. Darum sieht man ihn nicht. Sehr gefährlich und schlau, dass er dort gestorben ist. Hier haben wir wieder einiges zur Auswahl. Da lang oder dort lang? Er hat mich noch nicht gesehen. Dabei schaut er in meine Richtung. Woher seid ihr gekommen? Dreifacher Schaden ist cool. Hör auf! Genau, jetzt. Das hätten wir geschafft. Wow, jetzt ist er aber schnell gegangen plötzlich. Ich muss auch meinen Bogen wieder aufladen. Dieser Magikerschaden ist nicht zu verachten. Gewöhnlich. Gewöhnlich reicht. Oh. Leinentücher. Da haben sie die Leinentücher für die Draugr gesammelt. Damit sie alle einwickeln können. Sind aber nicht mehr dazu gekommen, wie es aussieht.
Die meisten Draugr hier sind uneingewickelt. Die zwei hatten noch das Vergnügen. Ah, hinter dir. Ach so, das ist... Wozu hast du denn den beschworen? Musste das sein? Was war das jetzt? Irgendwer hat irgendwas ausgelöst. Riesiges Gebiet. Ha! Ich dachte, ein Fackelhalter. Weil steht der Heiltrank da drauf. Hat sich jemand einen Scherz erlaubt, ha? Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Ah, das sieht wieder so nach Klingenfalle aus. Jetzt ruhst du wieder. Ruhst du noch oder schläfst du schon? Wo? Da unten? Aha. Da unten, ups, ist jemand. Offensichtlich. Ja, ja, ich komm gleich. Wegen 2 Gold. Lass ich sie im Stich. Ist auch keine feine Englische, oder? Naja. Wird schon schief gehen. So, wer ist wer? Sind alle Stalker. Ui. Sind das 3 Todesfürsten? Nee. Mal sehen, was sie... Bleibt ganz schön cool in der Umgebung. Sind 3 Todesfürsten. Und sie sagt, mal sehen, was ihr könnt. Alle Achtung. Und wer ist das? Wer spricht da? Die Kultisten? Die sprechen doch nicht. Bisher. Daneben. Auch daneben. Nicht daneben. Oh Gott, scheiße. Okay, ich melde mich wieder, wenn ich aufgeräumt habe hier. Bis gleich. So, ich bin zurück und die Todesfürstengefahr ist gebannt, wie es aussieht. Außer es kommen noch mehr hier. Ich meine, es kommen bestimmt noch mehr, aber nicht gleich hier, unmittelbar. Deshalb gönne ich mir jetzt eine Verschnaufpause. Oh, doch, ein Wicht. Gut, ein Wicht. Ist zu verschmerzen. Aber die 3 Todesfürsten hatten es in sich. Waren nicht leicht zu bezwingen, sage ich euch. Auf engem Raum hier, was nicht gerade ideal ist für meine Kampftaktik. Und die Truhe ist verkabelt, das sieht ein Blinder. Aber wie? Ich werde jetzt mal speichern, weil ich will jetzt nicht mehr sterben. Könntest du bitte da warten, Serana, und nicht auf... Ah, sie kommt mir nach. Sie ist mir nach, aber sie hat es nicht ausgelöst, okay? Auch gut. Was? Oh? Ihre Beschworenen sprechen. Ist mir noch nicht gelungen. Orientierung? Glatzkopf. Bist du für einen Abgeschworener? Siehst aus wie ein gelehrter Barbar. So eine Mischung. Als Volldepp und Gelehrter. Gibt's auch. Habe ich den Wicht schon? Nein. 10 Goldstücke. Darf ich nicht vergessen. Ich bin knapp bei Kasse. Ja, sein Vokabular ist etwas begrenzt, aber immerhin. Will ihm das nicht wegnehmen. Wir kamen von dort und gingen nach da, oder wie? Nee, falsch. Wir kamen von hier und gingen nach dort. Uhu. Jodel-Jo.
Spinnen, ha? Der sieht mir verdächtig nach. Ah. Hu und war sein Vokabular. Reimt sich sogar. Er ist immer noch nicht raus. Er wurde aufrecht gelähmt von mir. Aha, hier wird es ein bisschen grün. Ist grün zu grün, wenn Draugrs Blüten blühen. Ne, da war ich auch schon. Ne, das ist eine Rune. Aha. Aber wieso liegt da ein Aschehaufen? Das, ja, das dachte ich mir. Sah nach Druckplatte aus. Schau, wie es druckt und plattert. Jetzt kannst du wieder aufhören. Scheiße. Ich glaube, da muss ich was drauflegen, damit es aufhört. Aber, au, 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 au. Was soll ich denn da drauflegen? Gib mir schnell was. Da, die alte Nordkriegsaxt. Werde ich da schnell drauflegen. Damit das aufhört auch mal. Ha? Was ist jetzt passiert? Er hat's weggeschleudert. Hast du das gesehen? Wo hat's denn die hingeschleudert? Da liegt noch eine. Oder ist das eh die? Ja, ich glaube, die hat's darüber geschleudert. Oh, das macht ganz schön Schaden. Hallo, Dreh. Bin ich gar nicht gewohnt. So alberne, läppische Pfeile Schaden machen. Jetzt steckt sie da fest. Krieg sie nicht mehr raus. Oh nein, sie steckt. Und das hört nicht auf. Wieso musste ich auch so gierig sein und ein Scheißdreck nehmen. Und da ist eine Rune auch. Oh, wow, au. Oh. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gib mir irgendwas Kleines. Was Kleines, aber Feines. Wer schreit denn da noch? Da lebt noch jemand. Wer ist da? Bist du da oben? Ich muss irgendwas Kleines suchen. Ein Goldstück könnte ich... Ja, geringe Magika. Das werde ich draufstellen. Bin ein bisschen umständlich jetzt, ich weiß. Bitte um Vergebung. Aber ich will das jetzt da drauflegen. Und zwar was? Zaubertrank der geringen Magika. Weil die brauche ich nicht. Ist zu gering. Und sie ist recht klein. Es könnte sein, dass es hält. Ja. Irgendwie will es nicht. Au! Es hält nicht. Da, schau, da hinten steckt es. Jetzt geht's. Ich habe sie eingeklemmt. Die Physik ist ein bisschen im Arsch, weil ich... Ja, ja, den nehme ich jetzt nicht. Fool me once, shame on me. Fool me twice, shame on you. Umgekehrt. Was jetzt? Kann ich? Jetzt. Da ist eine Rune. Sieht ein Blender. Nee, wir haben die Gelegenheit eben nicht. Das ist ja das Problem. Weil wenn ich da draufsteige, bin ich hin. Die Runenkraft, die Leidenschaft. Ich speichere und probiere es halt da vorbeizuschleichen. Aber ich glaube, das geht nicht. Ich könnte sie natürlich auch auslösen. Aber nicht mit Heilzauber. Ich Rindvieh. Nein, kann ich nicht auslösen. Nein, ein Todesfürst. Scheiße, ich konnte nicht mehr manövrieren. Sorry. Ich habe eh gerade gespeichert, keine Angst. Nichts passiert. Wir könnten natürlich den Todesfürsten da reinlocken. Natürlich kann man immer einfach stur draufhalten. Ich habe immer noch den Zauber. So, komm nach, Boot. Komm. Nee, da spielt die Musik. Das will er nicht. Jetzt. Ja. Löst die Rune aus. Schau, wie blöd ist er gar nicht. Daneben geschrien. Er löst sie nicht aus.
Oh, jetzt hat sie mich voll erwischt. Aber ihn auch. Mich noch mehr. Verdammt nochmal. Wenn ich nicht bald was unternehme, ist es vorbei mit mir. Wieso staggert der Arsch nicht? Normal staggern sie doch auch. Es gibt mir Zeit, mich zu heilen. Was mich wundert, ist die Dings ist wieder runtergefallen. Die Fiole. Was natürlich sehr ärgerlich ist. Es war nämlich schwierig, sie da zu platzieren. Schau, die hält nicht. Und da wirbelt sie nur so. Aha, die Pfeile sind's. Die Pfeile schießen sie weg. Ich muss schauen, dass ich so niedrig bleibe wie möglich. Und das da irgendwie. Es geht nicht ganz rein. Wenn ich es da fallen lasse. Ja, so geht's. Ich weiß auch nicht warum, aber ich musste das auch. Mein Gott. Ich stelle mich nicht gerade sehr geschickt an, ich weiß, im Moment. Und der steigt ja auch raus. Oh Gott, wieso ist denn der nicht rausgestiegen? Eigenartig. Sieht irgendwie verbuggt aus alles, aber... Stab der Eisstacheln. Komisch. Es ist nur eigenartig, dass... dass die Runen nicht ausgelöst werden. Ich trampel ja immer drin rum. Die Todesfürsten auch. Mann, Serana, du weißt doch, dass die Frost denen nicht ausmacht. Geh weg! Komm! Oh, jetzt habe ich natürlich sie getroffen. Nach Murphy's Law. Ja, stell dich da genau rein. Ah, jetzt hat's ihn... genau das wollte ich. Es hat ihn ereilt. Jetzt muss ich da noch durchkommen, heil. Und sie auch. Ah, ein bisschen. Kleiner Kratzer. Brauchst du dich nicht rasieren heute, Serana. Wieso kann ich die Rune hier nicht auslösen? Verstehe ich nicht ganz. Normalerweise explodiert doch auch alles, was ich angreife. Diesmal nicht. Woher seid ihr gekommen? Und wieso ist der nicht entstiegen? Seinem Grab. Das hätten wir geschafft. Wahrscheinlich war er zu ruhelos und jetzt ist er auch noch reingefallen. Alles geht schief heute. Alles. Weil alles so verwinkelt ist auch hier. Oh, das ist verkabelt, oder? Nee, das war der. Das war die Sehne von meinem Bogen. Gleich haben wir's. Bisschen noch. So, jetzt. 3 Dietriche, 8 Gold, starke Heilung. Naja. Schon bessere Sachen weggeschmissen. Wer ist da? Oh, noch ein Todesfürst. Hat mich auch gewundert. Hier wimmelt's nur so vor Todesfürsten. Leg dich nieder. Schlaf weiter. Wärst du bloß nicht aufgestanden, wäre dir das alles erspart geblieben. Die ganzen Pfeile. Nein, du schießt auch, oh Gott. Genau, in den Staub. Wo du hingehörst. Aus dem Staub warst du geboren. In den Staub gehst du zurück. Das hätten wir geschafft. Was habe ich jetzt genommen? Ich Arschloch.
Irgendwas Blödes, Schweres wahrscheinlich. Das war's nicht. Stahlbolzen. Vulkanglasbogen habe ich genommen. Ja, das war seiner. Er hat nämlich mit dem Bogen hantiert. Wie ein Arsch. Okay, dann geht's weiter. In der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Da kommt er schon.